Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Ministerin Hendricks, es ist jetzt ein knappes Jahr nach der Bundestagswahl. 9 Monate sind Sie jetzt im Amt als Ministerin. Zeit, auch mal Bilanz zu ziehen. Und Sie haben heute wieder schöne Worte benutzt von Ökologie und Klimaschutz. Aber um es mit Goethes Faust zu sagen, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Zentrale Themen, energetische Stadtsanierung, Hochwasserschutz, Naturschutz, Klimaschutz, da ist eigentlich bisher nichts passiert. Und in diesem wichtigen Ministerium, da brauchen wir keine Ministerin, die nur ankündigt. Wir brauchen da keine Ankündigungsministerin. Wir brauchen da endlich mal jemanden, der sich bewegen kann, der sich durchsetzen kann. Das fehlt bisher komplett. Weil die Herausforderung, die ist riesig. Das hat erst der jüngste UN-Bericht der WMO diese Woche gezeigt. Wir haben Höchststände bei den Treibhausgasen. Wir haben massive Steigerungen beim Klimawandel. Und gleichzeitig ist es so, das haben die Frau Ministerin auch gesagt, Deutschland wird sein Klimaziel bis 2020 40% Emissionen einzusparen, wird Deutschland krachend verfehlen, wenn man jetzt nicht schnell umsteuert. Und einer der wenigen Lichtblicke, das hat auch das Öko-Institut erst neulich wieder herausgefunden, bei der Klimasenkung in den letzten Jahren, bei den Treibhausgassenkungen, waren die erneuerbaren Energien, das sind die erneuerbaren Energien, das ist Wind und Sonne, das ist der große Lichtblick. Aber was haben Sie gemacht vor der Sommerpause? Diese Bundesregierung, die hat mit voller Absicht die Energiewende gegen die Wand gefahren, gerade klimafreundlichen Energien abgewürgt. Das ist total paradox. Ihre Klimapolitik, Ihre Energiepolitik, die ist klimafeindlich. Und da frage ich mich eben, wo waren Sie eigentlich in der Debatte, Frau Ministerin? Sie saßen auf der Regierungsbank, Sie haben still zugeguckt, wie Kohle-Sigi die klimafreundlichen Energien abwürgt und die Kohlekraftwerke fördert. Und ich weiß, Frau Ministerin, Sie sind leider nicht mehr zuständig für erneuerbare Energien. Das ist peinlich und schlimm genug für das Umweltministerium. Aber es ist trotzdem so, dass Sie zuständige Ministerin für den Klimaschutz. Und bei der Energiewende geht es auch zentral um den Klimaschutz. Das heißt, Sie müssen sich da auch einbringen, Sie müssen auch da auch mal Verantwortung zeigen, Sie müssen eine Leidenschaft haben, Kampfgeist, Sie können nicht nur zuhören, Sie können nicht irgendwie nur einknicken. Das ist ein Armutszeugnis für eine Umwelt- und Klimaministerin. Und bleiben wir beim Klimaschutz und der Energiepolitik. Einer der Hauptprobleme ja auch bei dieser Bundesregierung ist der Einsatz für die dreckige Kohlekraft in Deutschland. Das hat gleich mehrere negative Auswirkungen. Die Steinkohle und noch viel mehr die Braunkohle sind die Haupt-CO2-Treiber in der Energieversorgung. Und durch den Abbau der Kohle, durch den Tagebau in Deutschland, da werden auch ganz viele Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Da werden Dörfer platt gemacht, zum Beispiel in Sachsen, aber zum Beispiel auch in Brandenburg. Und viele Grüße an der Stelle an die Kohlekoalition von SPD und Linkspartei. Ich hoffe, Sie kriegen eine große Klatsche für diese Politik am Sonntag in Brandenburg. Und durch den Tagebau werden auch nicht nur die Landschaften verschandelt, die Natur wird vergiftet, die Spree in Brandenburg ist mittlerweile braun und nicht blau. Das ist eine negative Folge von der Kohlekraft, aber es geht auch um Gesundheitsschutz. Und da sind Sie auch wieder als Umweltministerin gefragt. Es geht zum Beispiel um das Quecksilber. Wir wissen, mehrere hundert Kilogramm extrem gesundheitsgefährliches Quecksilber wird pro Jahr in die Luft ausgestoßen von dreckigen Kohlekraftwerken. In den USA haben wir deutlich geringere Grenzwerte. Da müssen wir den Standard endlich angleichen in Deutschland bei der Kohlekraft. Und das ist auch Ihr Thema. Es geht um das Umweltrecht, es geht um das Bundesemissionsschutzgesetz. Also, Frau Ministerin, da ist Handlungsbedarf. Packen Sie das endlich an beim Quecksilber bei den Kohlekraftwerken. Und wir Grüne sagen ganz klar, mit dieser Kohlepolitik, der Mund muss endlich Schluss sein. Wir müssen raus aus der Kohle, keine neuen Tagebaue, keine neuen Kohlekraftwerke. Im Gegenteil, wir brauchen einen konkreten Ausstiegsplan für die Kohle. Und Frau Ministerin, wir haben im Bundestag ja auch hier wieder Ihr nationales Sofortprogramm angekündigt. Das haben Sie schon mal angekündigt, das war im Januar hier im Bundestag. Und wir haben davon im Haushalt 2014 nichts gefunden. Wir werden im Haushalt 2015 da nichts finden. Das heißt, frühestens kommt dieses Programm im Haushalt 2016. Und wenn Sie von sofort reden und es vergehen 2 Jahre, dann finde ich das ein interessantes Zeitverständnis, worunter Sie sofort verstehen, weil das ist Mitte der Hälfte der Legislaturperiode, wenn denn überhaupt was greifen soll. Und ich finde, dieses Schneckentempo, diese Langsamkeit, die zeigt auch, Ihnen ist der Klimaschutz einfach nichts wert bei dieser Regierung.
Und um das Klima, aber auch um Gesundheitsschutz und Naturschutz, da geht es auch bei der Erdgasförderung. Da haben Sie ja ein Papier vorgelegt, ein Eckpunktepapier mit Herrn Gabriel zusammen. Und Sie wollen das Fracking nicht verbieten. Im Gegenteil, Sie wollen es damit ermöglichen. Wir werden das hier beraten in den Gesetzesberatungen. Ja, das sagt das Eckpunktepapier. Gucken Sie es mal genau an. Erlaubnis für Fracking bei Tidegas, Erlaubnis für Pilotprojekte bei Schiefergas, Erlaubnis für Schiefergas unter 3000 Metern. Und wir Grüne sind da klar, wir brauchen das nicht. Wir wollen Energieeffizienz, wir wollen die schnelle Energiewende, wir fordern Sie auf. Sorgen Sie dafür im Wasserrecht, sorgen Sie im Bergrecht dafür, dass Fracking bei Öl- und Gasförderung verboten wird. Und ich finde, man kann auch sehen, wie wichtig dieser Bundesregierung, nicht nur Ihnen, Frau Ministerin, dieser Bundesregierung insgesamt der Klimaschutz ist, wenn man sich anguckt, wer jetzt alles zum UN-Gipfel nach New York reist, den Ban Ki-moon ausrichtet, François Hollande reist an, Barack Obama ist da, wer ist nicht da? Angela Merkel. Angela Merkel ist lieber bei der Festveranstaltung des Lobbyverbandes BDI. Und ich finde, es sagt schon alles. Beim Klimaschutz, da kann man das feststellen. In Norddeutschland, wo ich herkomme, gibt es ein gutes Sprichwort dafür. Der Fisch, der stinkt immer vom Kopf. Und so ist es auch leider beim Klimaschutz. Und bei dieser Bundesregierung, Angela Merkel hat das abgefragt. Ihr Chef, Herr Gabriel, will keinen Klimaschutz mehr. Und ich verstehe, Frau Ministerin, dass es nicht leicht ist für Sie, sich gegen Frau Merkel und Herr Gabriel durchzusetzen. Unser Problem ist nur, ich finde, Sie versuchen es erst gar nicht. Sie raffen sich nicht auf, Sie mucken nicht auf, Sie machen einfach nur die brave Verwaltungschefin, und das, finde ich, ist einfach nicht genug. Wir werden Ihnen konkrete Vorschläge machen in Haushaltsberatung. Wir wollen Sie unterstützen, aber wir rufen Sie auch dazu auf, bitte raffen Sie sich auf, kämpfen Sie ein bisschen, haben Sie ein bisschen Mut beim Klimaschutz. Vielen Dank. So, nächster Redner ist der Kollege Steffen Claudio Lemme von den Sozialdemokraten.